Where am I? Why? God, why? Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! No, no, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed them. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am setting the front line. The further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Oh, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Herzlich willkommen, Leute, zu The Beast Inside. Sieht wirklich geil aus. Wir tun das jetzt, was Männer immer tun. Schleppen. Gotta get those boxes inside. I should put the box on a table upstairs. In unser neues Heim. Wo ist der Tisch? Wo ist der Tisch? Da ist der Tisch. The box is where it should be. Time to paint. Neue Aufgabe. Geh zum Dachboden. I think there's some paint in the attic. Wir sollen also streichen. Ich habe diese Mistkerle im Voraus bezahlt und natürlich haben sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Kisten auf den Dachboden zu tragen. Heutzutage kann man einfach niemandem mehr vertrauen. Jo, das ist so. Da ist die Dachluke. Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. Schlafzimmer. Ich habe schon gesehen, hier steht die Stange zum Öffnen für den Dachboden. Hier wo noch rein, nö, zu.
Alles zu. Unsere Frau ist in der Dusche. Dann gucken wir mal oben. Ich finde Schlüssel. Kidding me. Fuck. Mom, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Esszimmer, die Schublade. Okay. Esszimmer ist hier, ne? As if there was one drawer. Hier? The key could be in one of the drawers. Nope, nothing in here. Was ist das hier? Lesen. Ist 100.000, 500.000 Mal verkauft. Okay. Für Schwangere. Ist hier was drin? Nee. Hier ist kein Schlüssel. Steck. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Oh, im Kofferraum, cool. Was war das? Durchsuche das Auto. Ah, okay. Da öffnet der Kofferraum also. Hallo? Mal da reingucken. Okay. Der Schlüssel, gut, den haben wir schon mal. Da ist der Schlüssel, gut. Dann gehen wir mal hoch. Rotiere, um versteckte Botschaften zu finden. Rotiere, weil... Ich frage mich, ob sie... Ey, was? Wo ist die versteckte Botschaft jetzt hin? Shit. Seine Beine sind abgebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart gegen etwas geschlagen haben. Moment mal, ist das Blut oder Farbe? Gute Frage. Kann ich die nochmal lesen hier? Scheint nicht so. Shit. Ja, das habe ich verpennt, ne? Und hier ist irgendwas drunter. Ist die Farbe. Damn it. Hm, what's that? A loose plank. So ich brauche irgendwas, um das, um dieses Ding aufzumachen. Maybe I can find a crowbar somewhere. So, alles zu hier. Ah, guck mal, da liegt schon die Brechstange. Ist hier drin? Ja, Axt, die kann ich aber nicht nehmen. Vielleicht gleich. What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Was ist das, Leute? Ein Auszug aus dem Kommentaren zum Gallischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich.
den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Rotiere, um versteckte Botschaften zu finden. I'd have to be a goddamn code breaker. J gleich C. Die Initialen von Julius Caesar. Aber warum hat sie jemand als Gleichung geschrieben? J ist gleich C. Ist gleich C. J ist gleich C. M gleich F. Ich muss mir das Ding jetzt mal angucken. J. Das Untersuchungsmodell erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen zusätzliche Aktionen durchzuführen. Ich kann das Ding hier drehen. Kann den Kringel hier drehen. Oder? Nee. Den kann ich drehen. J ist C. Warte mal, hier war doch der Abdruck, ne? So, irgendwie. Den inneren Kringel kriege ich nicht gedreht, oder? Versteh's gerade nicht. J ist C. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Hier verschlüsseln wir. Na ja, ist mir klar. Okay, gucken wir uns den Zettel nochmal an. If J equals C, then based on the letter, wenn J gleich C, dann sollte der Brief nach dem ersten Buchstaben der Verschlüssel... J ist gleich C. J ist C. J gleich C. Dann M und F. M ist gleich F. Ich gucke mir nochmal an jetzt einmal. M ist F. Das M ist F. Dann ist H. H, was ist H dann? A ist A. Dann gehen wir zurück. H ist A. A ist A. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find them all. Was ist P? P ist I. P ist I. P ist I. A und O. A ist T. O ist H. Faith heißt das dann. TH. Okay. TH. T und... Ah, nice. Nice, nice. Schlüssel. Wofür ist der? Ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wohl passt. Ja, das ist interessant. Haben wir hier noch Buch. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening, almost.
Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorene Erinnerung wiederzubelangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years. Absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Okay, Leute, wir sind jetzt da, der ins Tagebuch geschrieben hat. He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source der ungebetene Gast, Leute. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And what happened to me. Lampe, cool. Okay, cool, wir haben eine Lampe. Also es ist langsam gruselig, Leute. Der ungebetene Gast, was haben wir hier auf dem Foto zu sehen? Mein Vater und sein Partner. Einige Tage vor der Eröffnung. Boah, ist hier was zu sehen? Eine Pyritmine. Ich weiß zwar nicht, was Pyrit ist. Okay. Nichts Wichtiges, glaube ich. Doch Feuerzeug, Gas oder sowas vielleicht? Öl? Ich muss meinen Vater einmal verärgert haben, denn ich erinnere mich, dass er diese Figur einmal nach mir geworfen hat. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davon getragen als ich. Also wie hat der die Vater auf die Statue auf uns geworfen? Bin ich durch hier? Und ziemlich gruselig, ne? Hier so alleine in dem Haus hier rumwatscheln. It's dark in here. I'll light the candles. Alter, was war das denn? Upstairs. What could it be? Ja, glaubst du, ich gehe jetzt nach oben oder was? Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Nortin, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war das damals. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er
den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Das waren die guten alten Zeiten. Doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Super, das war da oben so ein Poltergeräusch. Warum, ich fliehe durch. Geht das nicht? Nee, hier geht nicht. Schon ein paar Kerzen anzünden hier. War schon gerade nicht da, oder? Ich glaube, das war nicht die ganze Zeit da. Zu die Tür. Hallo? Okay, Fenster ist auf. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Oh oh. Oh shit, ey. Hey, what are you doing here? This is private property. Was ist er denn, ey? Who the devil is he? Kann ich schnell runter? Where the hell did he go? Hey! You still here? I'd better take a look. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Ja, der hat hier gezeigt. Also die... War die Scheune schon da gerade? Ich bin mir nicht sicher. Wenn hier Licht ausgeht, dann hast du auch ein Problem, ne? Schau dich im Schuppen um. Strange, the light is coming from the inside, but the door's locked. Maybe I can find something to cut through the chain. Was, um das Schloss aufzumachen. Na, guck mal hier. Ich bin direkt bereit, der Bolzenschneider. Der muss auch weg hier. Glaube ich. Steht vor der Tür, ne? Schon cool gemacht, dass man alles wegziehen kann. Was ist hier los, Leute? Was passiert hier? That's my father's hat. The basement? Keller? He leave this as some kind of clue. Hat er eine Art Hinweise für mich zurückgelassen? Ach du Scheiße, Alter. Fuck, ey, hab mich erschrocken jetzt. Was ist das hier? Dose. Bisschen Gas hier. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod
des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Das war der, der uns den Vertrag fertig gemacht hat, ne? Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Ja, jetzt geht's los zu Hause. Genau, gehen wir lieber home. Komme ich nicht rein? Gleich später. Okay, wir gehen wieder rein. Da ist auch nicht besser. Ach du Scheiße, ey. Wer ist er denn? What? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Oh, der weint. Hallo? If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Tagebuch wurde aktualisiert, gut. Wo hat der hier gestanden? Ich weiß nicht, warum der da gestanden hat, ne? Um die Lampe nachzufüllen, öffne dein Inventar und suche eine Petroleumflasche. Ach du Scheiße. Benutzen. Okay, ist easy. Cool, Lampe ist auf jeden Fall sehr leer. Und es ist hier sehr dunkel. Hallo? Alter, was ist denn da los? Ey, liegt da weiter? Küche oder was ist das hier? Küche, ja. Oh, fuck. Alter. Haben wir jetzt ein bisschen Petroleum hier? Ein Loch. Zwei Löcher. Zwei Löcher hat er hier. Warum? Ich weiß gar nicht, ob das überlohnt, hier reinzugucken. Das ist halt die Frage, ne? Eventuell findest du noch ein bisschen Petroleum oder so, ne? Och man, ist das hier dunkel, ey. Die Bilder. Kann man sich so ein Bild aufhängen? Where
Where did all this blood come from? Dear God. Alter. Scheint. Ne, okay. Ah, da kommt ein Geräusch aus dem Keller. Da kommt das her, ne? Aufmachen. Ach du Scheiße, ey. Ich würde die Tür natürlich auch aufmachen. Normal. Hallo? We'll see if this is a good idea. Ja, das kann keine gute Idee sein. Aber was stimmt mit uns nicht? Man geht nie in den Keller. Nie. Vor allem nicht, wenn da Blut auf dem Boden ist und den Geister rumspuken. Und jemand unten rumläuft. Problem ist tatsächlich, ich brauche die Lampe. Ich brauche sie. Weil sonst zu dunkel ist hier. Hillside Inn ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer. Eine gemütliche Herberge im Herzen eines Bergdorfes. Köstliche Mahlzeiten. Ganz in der Nähe der berühmten Caroline Pyritminen. Kommen Sie uns bald besuchen. Aber wir haben auch so eine Pension aufgemacht, ne? Ich will mich gar nicht umdrehen. Durch eine Aufgabe. Streichhölzer, alte Lampe. Okay, machen wir schnell Streichhölzer. So, da will ich gar nicht hinlaufen. Da ist der Typ irgendwo hingelatscht, ne? Ein paar Ratten, die groß sind wie Pferde. Petroleum ist schon mal gut. Ja, in dem Spiel kann man einfach alles anfassen. Macht aber nicht viel Sinn, ne? Okay, da geht das Blut weiter. Scheiße, Leute. Nie gut. Nie gut, irgendwo reinzukriechen. Oh shit, da passiert jetzt. Wo kann man denn jetzt die Steps her? Hier aus dem Raum, ne? Maybe there's another way in. Einen anderen Weg. Finde einen Seiteneingang. Hier hinter. Ah, hier hinter bestimmt, oder? Ja, ich würde sagen. War schön leise gewesen, ne? Die brauchen wir. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Ist ein Weg aus dem Keller, jetzt muss ich wieder raus, oder wie? Okay, wir brauchen irgendwas aus unserer Tasche. Whatever happened,
hope it's not my father's blood. Ach du Scheiße, ey. Am I delusional? Die müssen jetzt wieder oben laufen und irgendwie was aus der Tasche holen. Ist klar, ey. Wusste es. Was ist das? Wurzel? Gut gemacht. Upstairs. Er ist oben. What does he want from me? Alter, was ist das für ein Typ? Vor allem, wo ist unsere Tasche? Digga, wo ist die Tasche? Er guckt, der Freak, an. Der ist weg. Wo ist unsere Tasche? Schon ein bisschen gewütet hier, der Typ, ne? Keine Ahnung, wo die Tasche ist. Ist hier wohl oben? Has someone gone through my briefcase? Ja klar. Der Typ von gerade wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn zu dem Ort mitgenommen habe, an dem ich das letzte Jahrzehnt meines Lebens verbracht habe. Ich weiß nicht einmal mehr zu welchem Schloss er gehört. Oh, super, das ist nice. Ist er für unten vielleicht? Was ist jetzt los? Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away! Ja, ist ein bisschen... Sieht aus, als ob der Fetisch hätte, ne? In das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich je ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte. Als ich es las, lief mir ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ob sich die Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um eine Hirngespinste dieses Nikolai handelt. Zurück sind wir. Das ist schon mal gut. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Zurück im Hellen. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Vermutlich ist das, was damals passiert ist, immer noch in diesem Gebäude, Leute. Finde Emma im ersten Stock. Hallo Emma, wo bist du? Hier, wo der Freak rauskam gerade vielleicht? Nee, nicht da. Auch nicht da. Wo ist Emma?
Oh, der Keller ist auf. Das hatten wir schon. Ich kann einfach nicht runtergehen. Auch gut. Darf ich anscheinend noch nicht. Honey, you won't believe what I found it. Hallo? Emma? Hey, Emma? Can you hear me? Emma? I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary... What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Gut, wir müssen also in den Keller. Und mal gucken, warum die Sicherungen durchgebrannt sind. What's her problem? She sounded like I took a piss on her mother's flower bed. I need a flashlight. It's so damn dark in the basement. Ich suche den Dachboden nach einer Taschenlampe. Ich habe doch eine gesehen. Da stand doch eine. Leute. Ich glaube, so eine uralte. Und Batterien waren auch irgendwo. Ich weiß nicht mehr, wo die waren. Denn gewesen, die Taschenlampe, hier. Prüfe den Sicherungskasten im Keller. Da scheinen noch Batterien drin zu sein. Wie mache ich die jetzt an? Sie ist gerade nicht gerade neu, doch sie sollte ihren Zweck erfüllen. Okay. Wie geht jetzt, oder wie? Ja, er macht sie automatisch an, okay. Okay, der Keller sieht auf jeden Fall etwas anders aus. Das Pferd ist auf jeden Fall immer noch da. Okay. This horse will haunt me in my dreams. Sicherungskasten, Leute, rosa. Wo ist der Sicherungskasten? Oh, da kann ich nicht durch. Ja, es da rumsteht, ne? Spinnt. Where are the fuses? Da sind die Sicherungen. Da um die Ecke sind sie. Leicht moderig aus dem Keller, ne? Hier ist der Raum des zugemauert. Strange, one's missing. Komisch, eine fehlt. Did someone take it out on purpose? Hat die absichtlich entfernt. Durchsuche den Schuppen. Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob die diese große Scheune auch da war. Ich habe die gerade nicht gesehen. Ne, da ist sie nämlich nicht mehr. Die ist weg. Da steht dieses Pavillon. Aber wer ich meine, sieht cool aus. Aber wer will hier wohnen, Leute? Man ist hier auf sich allein gestellt, ne? Komme ich jetzt hier rein? Anders rein.
Ja, wir können sogar springen, aber nicht über den Zaun. Komme ich hier vorne irgendwie rüber? Ah, hier. Ja, da hat der Großvater ein paar Fässer gelagert, ne? Oder sowas. Gas. Gucken, ob wir eine Sicherung finden. Blutige Fußabdrücke. Damn, there are no fuses here. Of course. What the f... What is this? Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. Ein Hemd getränkt in Blut. Sieht frisch aus. How did it get here? Why would Emma bring my old stuff from the office here? Für mich gibt die es nicht allzu viel Sinn, aber ich vertraue darauf, dass der Autor weiß, wovon er spricht. Lesen. Oh. Mit dem lokalisierten Lokalisierer können sogenannte Quantenspuren aufgespürt und analysiert werden. Was es ermöglicht, Fragmente von Geschehnissen der Vergangenheit wahrzunehmen, darunter den präzisen Standort von Personen und deren Aktivitäten. Ich hatte nie die Möglichkeit, ihn einmal im Einsatz zu verwenden, doch uns wurde befohlen, ihn für den Fall der Fälle immer dabei zu haben. Ich hätte viel lieber eine Waffe als noch mehr merkwürdigen Schnickschnack von den Eierköpfen der CIA. Okay, damit können wir wahrscheinlich irgendwie so. Geister sichtbar machen oder sowas. Irgendwas stimmt mit Emma nicht, oder mit uns nicht? Boah, Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Oh shit, falsche Taste. Oh, schon wieder. Oh. Das war nicht Emma, glaube ich. Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Um das Gerät zur Ausrüstung wegzulegen, lokalisieren, erlaubt es dir, Spuren von elektromagnetischer Energie und Quantenenergie, Quantenwolken aufzuspüren. Zeigt dir, dass du in der Nähe von einer Quantenwolke bist. Okay. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Die Indikatoren auf dem Bildschirm des Lokalisierers weisen den Weg zu einer Quantenwolke. Ich muss überall sein. Green lines at the edge of the screen show the direction to go and the numbers the distance to the nearby cloud. Die Richtung? This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, then I need to scan it. Um einen Impuls zu erzeugen. Now I just have to use the scanner on this. Rechte Maus, wenn das Gerät, um eine Quantenwolke zu scannen. Halte linke Maustaste.
The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Ah. Hier ist auf jeden Fall irgendwas passiert. Ach so, kann ich nicht scannen, ne? Ja, kann ich nicht. Ich kann jetzt hier auch nichts machen. Ja, mehr ist jetzt aber auch gerade nicht. The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Oh, schon wieder irgendwas. Irgendwo hier. Da ist irgendwas. Well, I should use the pulse to make the quantum cloud visible. Otherwise I won't see a thing. I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. I should neutralisieren. Aufgrund ihrer Natur sind Quantenwolken instabil und Anomalien stören ihre Lesbarkeit. Du musst also zunächst alle Anomalien in deiner Umgebung finden und die zerstören. Um es dir leichter zu machen, verwende, drücke rechte Maustaste. Okay, wir müssen also erstmal irgendwelche Anomalien zerstören. Du kannst Anomalien zerstören, indem du mit deinem Gerät eine EMP-Ladung abfeuerst. Halte linke Maustaste und lasse danach los, um eine EMP-Ladung abzufeuern. Die hervorgehobenen Bereiche auf dem Bildschirm des Lokalisierers geben an, wie viele Anomalien zerstört werden müssen. Ah. Okay. Kehre zum Quarantäne-Wolke zurück, nachdem du sämtliche Anomalien zerstört hast. I did it. Clearly someone was here recently and used okay, einer wird zerstört. I'll try to find more traces. Ah, ein Seil. Ein Seil versteckt. Gegenstand wurde im Inventar hinzugefügt. Ja, cool, Leute. Da haben wir doch schon was geschafft heute. So, und damit ja, endet die Folge heute. Und ich hoffe, ihr seid genauso gehypt von dem Spiel wie ich und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein, meine Freunde.